Ja, hallo und herzlich willkommen zu Criminal Intent. Ich habe schon ein paar Mal wieder ausgeschaltet, weil ich gepackt habe. Wir sind beim Schieberätsel und ja. Zack. Ihr habt's gesehen. Endlich. Oh Mann. Ich hatte letztens gespeichert und hab's dann. Aber falsch gespeichert, weil ich den Brief nicht rausgenommen hatte, dann muss ich das nochmal machen. Okay, kleiner Tipp nebenbei nur. Hier das Bild nebenan ist die Vorlage für das Schieberätsel. Man kann hier auch sein Handy nehmen und das Ganze fotografieren. So habe ich das nämlich gemacht. Ja. Oh Mann, ey, ich bin so froh, dass ich das geschafft habe. Okay, hier dürfte es eigentlich soweit alles gewesen sein. Puh, ja. Eine Zeugin. Okay. Wir fangen ja von vorne an. Neuer Fall. Das Motel ist auch noch nicht so ganz. Das Hotel meine ich. Ach nein, da, okay. Da war ich noch gar nicht. Okay. Oh, diese Rätsel, ich mag sie trotzdem. Sind zwar, sie sind Das nicht. St. Theodor ist ein Vier-Sterne-Hotel. Ja, sind nicht schwer. Wir nehmen mal einen Flyer mit. Da muss da auch jemand sein. Ah, da ist jemand. Hier ist noch was. Sightseeing-Prospekte. Ich bin Detective Gorin, Major Case. Ich hoffe, Sie können mir helfen. Wer ist Alex Chang? Er arbeitet im Zimmerservice, aber auch in der Bar. Ich habe ihn dort gerade gesehen, wie er Getränke einschenkte. Sie machen den Eindruck, ein gutes Namensgedächtnis zu haben. Erinnern Sie sich, wer in 204 war? Mein Gedächtnis ist nicht so gut. Können Sie bitte nachsehen, wer in Zimmer 204 war? Lassen Sie mal sehen. Das wäre Lisa Stokes. Kennen Sie sie? Nie getroffen. Haben Sie ihre Privat- oder Geschäftsadresse vermerkt? Die Adresse, die hier steht, ist die 560 West 91. Straße. Vielen Dank. Kein Problem. Ja, sein Gedächtnis ist nicht so gut. Das hätte ich eigentlich wissen müssen, dass ich da nicht gleich Schlussfolgern kann. Der ist ja noch nicht mal überprüft. Okay, gehen wir mal herunter. Da ist doch dieser Mr. Cheng. Ah, ich laufe mal langsam. Ich mag die Hintergründe an dem Spiel irgendwie. Auch wenn sie nicht zeitgemäß sind, nicht so unbedingt mehr. Hier klingt das nicht irgendwie wie eine Bar? Wieso ist denn hier niemand? Komme ich hier nicht an eine Bar? Ja, könnten bloß noch ein paar Autos vorbeifahren. Nein, hier ist nichts mit Bar. Ja, ist ja gut. Was übersehen? Ja, ich habe tatsächlich was übersehen. Hier hoch geht's nicht. Das ist gut. Fahrstuhl? Nein, das ist auch gut. Ja, okay. Neuer Fall. Die sehen aus, als könnte ich sie nicht ansprechen. Auch wenn sie so aussehen. Ah, okay. Erstmal alles betrachten.
Was habe ich da losgeschickt? Ach, ihn. Es gibt hier gar nichts zu betrachten. Na gut. Sind Sie Alex Chang? Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Detective Goran, Major Case. Erinnern Sie sich an die Frau aus 204? Oh mein Gott, Sie meinen... Das kann ich nicht glauben, wie furchtbar. Sie war wirklich eine nette Dame. Jeder mochte sie. Hört sich so an, als kannten Sie sie. Nicht mit Namen, aber ich habe sie hier schon gesehen. Sie ist Stammgast. Wir haben viele Einheimische, die ein Wochenende oder eine Nacht bleiben. Wissen Sie, warum sie herkam? Hören Sie, was unsere Gäste hier machen, ist Ihre Sache. Kennen Sie jemanden, der es wissen könnte? Letzte Woche sah ich Sie mit Xavier sprechen. Er ist Portier. Vielleicht weiß der was. Also haben Sie Champagner mit ihr getrunken? Wie bitte? Natürlich nicht. Ich sagte Ihnen doch, dass ich es nur auf Ihr Zimmer brachte. Ich verstehe. Sie waren müde und erhofften sich Trinkgeld. Sie sind ja verrückt. Man sagt, sie feierte gern. Seit sie hierher kam, hat sie nie etwas Stärkeres bestellt als Mineralwasser. Jetzt will sie Champagner und zwei Gläser. Ich nehme an, sie hat ein heißes Date? Sicher, Sie respektieren die Privatsphäre Ihrer Gäste. Aber erinnern Sie sich an jemand Bestimmten, mit dem Sie sich traf? Ich kümmere mich nur um den Zimmerservice. Ich habe nie jemanden in Ihrem Zimmer gesehen. War sie allein, als Sie den Champagner brachten? Ich weiß nicht. Sie kam an die Tür und sagte, ich solle das Tablett draußen lassen. Ich habe ihr angeboten, die Flasche aufzumachen, aber das wollte sie selbst tun. Sie sagte mir, sie hätte Geburtstag. Oh, aber als ich am Aufzug stand, sah ich, wie sie den Gang runterschaute, als ob sie auf jemanden warten würde. Aber da war niemand. Danke für die Information. Sicher. Tja, da ich mal nochmal zum Portier gehen. Und wenn der nichts mehr zu melden hat, dann glaube ich, war es das hier. Erstmal. Ich kann Ihnen nichts weiter sagen. Tut mir leid. Okay, das wollte ich nur hören. Ist in manchen Fällen... So, haben wir schon irgendwas? Moment, also ich würde mal sagen, wir gehen mal zum Leichenbeschauer. Aber ich glaube, ich noch nicht. Ah, hier vorne dürfte auch irgendwann mal was liegen. Kann ich noch erinnern, zur Leichenbeschauerin natürlich. Brauchen Sie etwas, Detective? Sie hatten recht mit Ihren Handgelenken. Vom Winkel und der Richtung her wäre es dem Opfer unmöglich gewesen, sie sich selbst zuzufügen. Es sieht so aus, als sei der Mörder von hinten gekommen. Der Schlag auf den Hinterkopf machte das Opfer wahrscheinlich bewusstlos. Also hat es ja nichts ausgemacht, dem Mörder den Rücken zu kehren. Das Opfer war vielleicht nur betäubt. Es sieht so aus, als wurde sie ins Bett getragen, nicht gezogen. Oder es gäbe Flecken auf dem Teppich. Genau. Erstickung. Der Mörder hat das Kissen benutzt. Die Pulsadern wurden ja eindeutig postmortem aufgeschlitzt. Puh, da haben Sie einen Fall am Hals. Na gut, vielen Dank. Habt ihr es gesehen? Die tanzt auch. Kriminallabor. Okay, Kollege, wie sieht's aus? Ich wette, Sie sind wegen der Analysen hier. Ich hole Sie gleich her.
Die gute Nachricht ist, wir haben zwei Paar Abdrücke auf dem Glas gefunden und einer davon ist vom Opfer. Die schlechte Nachricht ist, die anderen Abdrücke sind nicht im System. Auf denen sind nur Abdrücke des Opfers, tut mir leid. Ausgehend von der Kopfwunde des Opfers würde ich sagen, sie wurde einmal mit einem stumpfen Objekt geschlagen, mit ziemlicher Wucht. Genug, um sie bewusstlos zu machen. Diese Schnittwunden sind sehr tief. In den Wunden sind Glassplitter. Es scheint, als wären sie durch eine Glasscherbe verursacht worden. Der Leichenbeschauer kann Ihnen sicher mehr sagen. Dieses Glasstück war mundgeblasen und ist die gleiche Art Glas, die bei Wein- oder Champagnergläsern benutzt wird. Das Blut am Glas stimmt mit ihrem Opfer überein. Keine Fingerabdrücke, was bei Selbstmord sonderbar ist. Nicht sonderbar allerdings, wenn es jemand anders war, der seine Fingerabdrücke abgewischt hat. Auf diesem Kissenbezug waren ein paar Haare, die zu ihrem Opfer gehören. Nicht überraschend, da es auf ihrem Gesicht lag, als sie sie gefunden haben. Auf dieser Flasche waren Blutspuren ihres Opfers. Könnte sein, dass der Täter das Opfer mit dieser Flasche geschlagen hat. Ich habe die Flüssigkeit im Teppich untersucht. Es ist Champagner. Ich kann nicht sagen, ob es einer dieser tollen Jahrgänge ist. Abgesehen von dem Daumenabdruck des Opfers habe ich nichts Brauchbares gefunden. Auf dieser Brieftasche waren Abdrücke des Opfers. Nicht überraschend. Auf dem Hotelprospekt habe ich Schmutzabdrücke gefunden, aber nichts, was für eine Identifizierung ausreicht. Sieht aber nett aus. Sieht so aus, als hätte sich das Opfer für den Brief Zeit genommen. Die Handschrift ist sehr sauber und ordentlich und sie hat den Stift hart auf das Papier gedrückt. Sie hat sich gut überlegt, was sie schrieb. Ein B2-Bleistift, darauf sind die Fingerabdrücke des Opfers. Im Computer waren die Fingerabdrücke des Opfers. Um den Inhalt auf der Festplatte könnte sich die Ermittlungseinheit kümmern. Wer auch immer Jay ist, schien ziemlich starke Gefühle für ihr Opfer zu haben. Wenn Sie Handschriftenproben von einem Ihrer Zeugen haben, schaue ich gerne nach, ob eine Übereinstimmung vorliegt. Wenn wir wissen, wer Jay ist, können wir herausfinden, was mit Lisa Stokes passiert ist. Okay. Okay, Kriminallabor, Leichen und jetzt geht's ab. Ja. Schau gar nicht nach, wer sich gemeldet hat, denn das ist ja immer logisch, das ist immer dieselbe Abfolge. Man muss ja immer die gleichen Kollegen fragen. Ist ja, jeder hat ja seinen Job. Ich habe den Job zu tanzen. Ich war gerade dabei, diesen Bericht für Sie einzupacken. Wollen Sie die Ergebnisse sehen? Herr Cheng ist ledig und hat keine Kinder. Er hat ein Stipendium für internationale Studien in Hofstra und arbeitet abends im Hotel, um seine Bücher und Nebenkosten zu bezahlen. Er hat keine Vorstrafen oder Verurteilungen. Herr Finch ist 36 Jahre alt und hat 6 Jahre lang im St. Theodore gearbeitet. Nach der Highschool hat er in der Hotelbranche als Hotelpage angefangen und ist gerade auf dem Weg, der nächste Guest Service Manager zu werden. Er hat eine Vorstrafe, weil er gegen die Präsidentenwahlen im Jahr 2000 protestierte. Er wurde in Miami zusammen mit seiner 58 Jahre alten Mutter Gertrude verhaftet. Helen Reynolds ist Lehrerin und hat keine Vorstrafen oder Verurteilungen. Ihr Ex-Mann Marvin sitzt jedoch gerade seit mindestens 2 Jahren im Sicherheitsgefängnis außerhalb von Beacon, New York, wegen Einbruchdiebstahls. Er soll Ende dieses Jahres entlassen werden. Das ist eine hässliche Kopfwunde. Ihrem Opfer wurde mit irgendetwas auf den Kopf geschlagen. Ich bin keine Expertin auf diesem Gebiet, aber es sieht so aus, als ob jemand ihr die Handgelenke aufgeschnitten hat. Ich würde allerdings nochmal den Leichenbeschauer dazu befragen. Dieses Glasstück ist wohl eine abgebrochene Scherbe von einem Weinglas. Dieser Kissenbezug ist aus 100% Baumwolle, Fadenzahl 300. Er stammt von einer Firma, die viele Hotels im Gebiet New York versorgt. Diese leere Champagnerflasche wurde in Frankreich hergestellt. Sie könnte in jedem Alkoholladen der Stadt gekauft worden sein. Die chemische Analyse ist nicht mein Fachgebiet. Lassen Sie es von den Kriminaltechnologen überprüfen. Vielleicht können die Ihnen etwas Brauchbares sagen. Diese Scherben scheinen von 2 zerbrochenen Champagnergläsern zu stammen. Sieht für mich nicht wirklich nach einer Party aus. Dieser kleine Schlüssel stammt vermutlich von einem Aktenschrank oder einer Schublade. Ich bin mir aber nicht sicher. An diesem Schlüsselbund ist ein Autoschlüssel sowie ein Haus- oder Apartmentschlüssel.
Aber es gibt keine Erkennungszeichen, die uns sagen könnten, wo sie gemacht wurden. Das ist eine Damenbrieftasche, hergestellt in Italien. Sie enthält den Führerschein des Opfers, 3 Kreditkarten und $60 in bar. Man weiß nie, worauf man stößt, wenn man an der Oberfläche kratzt. Selbst in einem so eleganten Hotel wie dem St. Theodore. Es sieht aus, als hätten sie die Genehmigungsgebühren für all die Renovierungen nicht bezahlt. Nun schulden sie der Stadt mehr als $10.000. Das sollte vor Baubeginn gezahlt werden. Und sie versuchen, mit nicht zugelassenen Unternehmern Geld zu sparen, was bei einem Projekt dieser Größe ein absolutes Tabu ist. Die machen es nicht gerade, wie es im Buche steht, würde ich sagen. Es scheint, dass jemand auf diesem Block Papier einen Brief geschrieben hat. Dem Inhalt nach zu urteilen, kämpft der Autor mit ein paar persönlichen Problemen. Es ist ein Standardbleistift B2. Er ist überall zu kaufen. Ich habe mein Bestes getan, aber ich konnte nichts finden. Es tut mir leid. Tja. Viel Information zu diesem Fall. Das Hotel hat Schulden. So, das müssen wir uns mal merken. So im Hinterkopf. Könnte auch mit drin hängen. Gut, dass Sie hier sind. Ich habe die Überwachungsberichte gerade überflogen. Schauen Sie. Das Subjekt arbeitete während der gesamten Überwachung im St. Theodore Hotel. Bis auf 4 Stunden war er beim Zimmerservice zu beobachten. In den anderen 4 Stunden wurde er beim Betreten eines leeren Hotelzimmers gesehen, wo er verblieb, vielleicht um ein Nickerchen zu halten. Das Subjekt hat die Arbeit im St. Theodore Hotel um 14 Uhr verlassen, um mit der U-Bahn nach Williamsburg nach Hause zu fahren. Er verließ die Wohnung um 19 Uhr und nahm ein Taxi in die Stadt, um einen unbekannten Mann zu besuchen. Er blieb dort bis zum folgenden Morgen 7 Uhr. Das Subjekt blieb während der Überwachungszeit zu Hause, außer um die Post zu kontrollieren und 4 Blöcke zu einer Weinstube zu laufen, wo das Subjekt für $15 Lotto-Tickets kaufte. Okay. Gibt es denn eigentlich schon was ich hier an meinem Desk, an meinem Computer eintragen kann? Zum Chef brauche ich ja noch nicht zu gehen. Der kommt manchmal dann auch von alleine. Okay, ich probiere einfach mal alles aus. Wenn es nicht geht, dann... Oh. Ja, das ist schon mal eine gute Geschichte, wenn das klappt. Naja, aber ich kann mir vorstellen, dass hier doch noch was fehlt, was ich noch finden muss oder auch nicht. Das sind ja die ganzen Beweise eigentlich, die... relevant sind für unseren Fall, dass es automatisch eingetragen wird, das finde ich super. Das zerbrochene Glas hätte ich auf jeden Fall mitgenommen und hier eingetragen. Oh nein. Oh, siehste. Wenn ich schon mal was eintragen will, warum ist das nicht relevant? Ja, ist ja egal, macht ja nichts. Aber das Stück Glas ist doch... Das waren ja keine Fingerabdrücke drauf. Ah, was das jetzt ist, keine Ahnung. Aber ich tue es einfach mal rein. Das wird nichts, oder? Doch. Bleistift ist bestimmt nicht relevant, könnte ich wetten. Versuche ich auch gar nicht erst. Zum Schluss vielleicht. Boah, echt jetzt. Echt jetzt.
Leute. Ah, ich habe ja auch noch Dokumente. Dokumente. Okay, gehen wir mal dahin. Und fangen wir mit diesem Schreiben an, was da durchgedrückt wurde. Nein. Das da. Ich fürchte, es fehlt doch noch was, aber das Hotel hat ja auch Dreck am Stecken. Das heißt Dreck, es hat Schulden. Nein. Bleibt nur noch der Bleistift. Oh. Eine Sache fehlt mir noch. Das war eigentlich nie, oder? Nein, nein. Nein, da ist ja schon das Bild, das ist doch... Also Dokumente, Beweise, Bleistift und dann muss ich mal sehen, na, vielleicht habe ich ja noch was vergessen. Okay. Das Apartment scheint richtig zu stimmen. Das Hotel, da ist noch irgendwo was. Aber wo? Oh, geht's doch nach oben. Ah, bestimmt in das Apartment. Blumen. Was ist hier drin? Wow. Und zurück. Ja. Könnte mir vorstellen, dass die Blumen das sind, die hier noch rein müssen. Und dann hätte ich alles. Bitte, 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 bitte. Nein! Oh ey, Kriminallabor. Müssen ja die Blumen eigentlich schon untersucht sein, ne? Ich arbeite immer noch an dem, was Sie mir geschickt haben. Geben Sie mir noch etwas Zeit. Die Rosen, ja. Die Rosen. Okay. Warte ich mal ab kurz, ob das wirklich klappt. Ich gehe mal zu dem. Aber ich glaube nicht, dass da noch was ist. Ich kann Ihnen nichts weiter sagen. Tut mir leid. Ja, würde mich ehrlich gesagt freuen, wenn das jetzt mit dem, wenn ich das noch hinkriegen würde mit dem. Techniker. Tut mir leid, das ist alles, was ich weiß. Ich muss jetzt wirklich zurück zur Arbeit.
Warum wird er noch angezeigt? Hier ist doch nichts mehr außer Asche. Oder? Ist das überhaupt ein Aschenbecher? Aschenbecher? Da natürlich. Vor geht's nicht. So. Hab ich tatsächlich was übersehen oder ist das auch noch die? Ah. Das ist die überteuerte Rechnung. Ja, das die Preise des Hotels. Oh, da zittert sich ein ab, wenn er mal schnell sein soll. Hier wird wohl nichts mehr zu finden sein. Den Zettel habe ich schon zusammengesetzt. Ja, Freunde, ich werde mich an dieser Stelle mal ausklinken und verabschieden. Und wie immer vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören und bis zum nächsten Part. Ich bin weg und ciao.